Muss ich mir nochmal angucken in den Kommentaren. Also es soll wohl so eine Funktion geben. Und falls ihr da neugierig seid, könnt ihr einfach die Kommentare in der alten Folge mal durchblättern. Das sind ja nicht so viele Folgen. Da müsste das drinstehen. Das vereinfacht den Start dann doch schon ungemein, wenn man weiß, wo was herkommt, wofür man es benutzen kann. Ja, damit. So, das Ärmchen ist hier. Richtig, ja, da kommt die Schlacke. Und Fließbänder brauchen wir nicht so viele. Zack. Mwahaha. Okay, das hätten wir schon mal. Hier fehlt jetzt noch das mit dem Schwefel. Das muss da regelmäßig raus. Und hier rein können wir also auch ganz einfach mit einem Ärmchen dazwischen lösen. Bau das mal. Komme ich nur irgendwie dazwischen, ist das Problem. Komme ich da an? Ja, ganz knapp. Okay, also das wäre auch geklärt. Es könnte sein, dass irgendwann das hier vorläuft mit Schwefel und dann hier vorläuft mit Schwefel und dann das Ding nicht mehr weiter arbeitet. Ja, das wird mir dann aber hoffentlich schnell genug auffallen. Rein, rein, raus, raus. So, dann die Steinproduktion im Westen. Da fehlt auch noch Arm. Und eine Kiste. Kiste hier. Ärmchen. Nee. Achso, hat schon zu viel Schlacke. Ich sehe das Ärmchen da nicht arbeiten. Machen wir so. Ah, jetzt. Okay, also der Output muss einigermaßen leer sein. Erst dann arbeitet das Ärmchen. Schade, aber das kennen wir von früher ja auch schon. Das ist okay. Nicht ideal, aber okay. Ganz viel Landfill. So, dann ziehe ich mich mal nach hinten zurück. Ich weiß, ich hatte zuerst vorgehabt, hier noch eine neue Experimentierfläche hinzubauen. Aber stattdessen mache ich was der Bequemlichkeit halber. Ich weiß, es ist fast so schlimm wie Symmetrie. In diesem Fall ist Bequemlichkeit echt praktisch. Wir gehen also einfach hier in die Richtung. Und machen Platz für die Akkus. So. Ich habe noch welche dabei, ne? Ja, und dann packen wir einfach hier zwei Akkus hinter. Die auch jeweils einen Pol brauchen. Das verdränge ich jedes Mal. Ja, damit kriegen wir nur die... Mache ich das jetzt schon wieder? Ich glaube, ich setze mal einen Pole und sortiere danach die Akkus. Passen nicht zwei nebeneinander, nein. Heißt, der kann schon so... Ne, die sind breiter als die Akkus. Scheiße, was? Ja, mach so und... Nicht viel besser. Die meckern aber, weil sie nichts haben. Ja, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Das Ganze ist nach unten erweitern. Und dann folgt gleich mit den Akkus, die jetzt noch stehen. Das mache ich aber nicht nachts, weil dann haben wir Ausfälle und ich will keine Ausfälle haben. Oder möglichst wenig Ausfälle haben. So machen wir, wenn es gleich Tag wird. Dann kommen die hier weg und da hinten hin, damit ich hier eine Gehfläche habe. Water Purified sammelt sich. Da ist was kaputt. Ah, ich habe hier die Rohre zerstört. Deswegen Mist. Okay. Der Spielkran da muss weg. Das kriege ich vielleicht noch hin. Weiter. So.
Nein. Ja. Warum kommt da unten jetzt nichts? Weil wir zu viel Sauerstoff haben. Wir haben zu viel Sauerstoff, weil ich die Zerstöranlage noch nicht gebaut habe. Die Zerstöranlage sollte irgendwo hier hin. Planänderung. Ich baue die Zerstöranlage einfach. Ich ziehe gleich die Felder. Jetzt muss das hier kurz erweitert werden. Das nach da, das nach so. Zing, 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 zing. So, dann habe ich hier zwischen mich Platz und ich kann das hier unterirdisch nach oben laufen lassen. Und der Abstand ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich brauche jetzt nur mehr als 10 Rohre Abstand. Und dann eine Zerstöranlage. Die sollte machbar sein. Ich habe nur noch 8 Rohre. Ja, super. Aber wurde ja festgestellt, ich kann einfach Steine, ganz reguläre Steine, von denen ich nur 2 herstellen kann, weil ich also ein Landfill verwaltet habe. Ja, die können... Ich muss ja auch gleich wieder füllen. So viel Arbeit. Die Steine kann ich zu Bricks machen und aus den Bricks kann ich dann die Steinrohre herstellen. Das hier ist alles albern. Neue Eisenpicke bräuchte ich auch noch. Das Abreißen von Gebäuden dauert viel zu lange. Bau mehr Steine. Bau mir Kohlebrikett-Dinger. Rein damit 109 Kohle. Ja, sehr schön. Dann kann das kurz pausiert werden und wir machen direkt die Filter draus, damit die Filterung nicht stehen bleibt. Hier nach den Filtern ein paar Steine, noch nicht alle. Und dann mit den Briketts. Ja. Den Raum hier oben könnten wir später als Umschlagwerk nutzen. Also dass dann die leeren Filter irgendwie nach oben gebracht werden, damit Kohle vollgestopft und dann wieder nach unten geliefert, um da reinzukommen. Aber ich denke, das ist eine Sache für wesentlich später und dann auch auf einer komplett neuen Fläche. Momentan baue ich alles nur so eng beieinander, weil nicht genug Landfill da war. Das Problem soll sich nach und nach beheben. Und später kann ich mir halt komplett riesige Gebiete einfach so erschließen und sagen, das Gebiet ist jetzt nur dafür da, einen abgeschlossenen Kreislauf für die Sache zu machen. So, wo war ich? Ich war bei Stein und Steine schmelzen. Und mit den Steinziegeln dann Rohre machen, um mit den Rohren 10 Felder zu legen, damit alles Überschüssige an Oxygen verbrannt wird. Und da das Ding hier näher dran ist, sollte es zuerst den Sauerstoff bekommen. Besser würde es mir gefallen, wenn ich von hier aus das einfach abzwacken lassen könnte, aber ich glaube nicht, dass die Reichweite reicht. Wenn ich das hier hinsetze... Ja, obwohl, die Dinger sind später weg, ne? Ha! Ding, ding. Es wird schon wieder dunkel. Ja, also Akku setzen und dann... da hinten weitermachen. Kann ich noch rumgehen, ne? Ja. So. Habt ihr morgen früh was zu tun, die alle aufzufüllen? So, also ist jetzt hinter der Anlage. Ah, Mist, ist nicht verbunden. Ah, ist eine Direktverbindung. Ja. Das muss also ein Feld nach vorne. Das ist mit dem Ärmchen noch. Oh. Ja. Ein Feld nach vorne. Kap T.
das doch mal kurz, damit ich durch kann. So. Das kommt da jetzt hin. Dann wird das nichts. Ja, da bräuchten wir jetzt ein um die Ecke Ärmchen. Aber das mit dem Schwefel sollte reichen, wenn ich der 147 Stück jetzt reinhaue, oder? Hält sich in Grenzen. So. Ich werde das Squeak-Through oder wie auch immer das hieß, einfach drüber installieren. Das sollte eigentlich passen. Damit ich jeder solche Sachen durchkrabbeln kann. Also, Slack kommt, das kommt. Jetzt können wir hier das Rohr machen. Das geht nach da oben. Und hier oben dann eine Verbrennungsanlage. Schön nah am Wasser, damit die ganze Umwelt verpestet wird. Da, Flare Stack. Blub, hast keinen Strom. Ja, meckert doch. So. Und jetzt sollte das Ding trotzdem das bekommen, was es braucht. Hoffentlich. Oder das, langfristig im Auge behalten, dann passt das schon. Es kommt zu viel Slack hier an. Und es geht. Teil landet hier. Steine sammeln sich schön. Nö, das ist okay. Die hier alle weg. Die Startkiste. Nö, die bleibt da stehen. Die bleibt bis ans Ende aller Zeiten da stehen, so als Andenken. Zip, zip. Ich crafte gerade nichts, das ist nicht gut. Dann, wenn du nichts zu tun hast, mach Pellets. Das Rohr war für den ersten Test von der Verbrennungsanlage. Ich glaube schon. Kann also da weg und hier weg. Brauchen bestimmt neue Filter, oder? Dum, 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 dum. Ja. Die gehen echt viel zu schnell weg. Oh, es geht doch. Ah, es geht doch. Ich habe nur irgendwas hier drin im Output gehabt, was nicht rausgeholt wurde. Deswegen haben die Ärmchen nicht funktioniert. Also ja, die sind nicht verbuggt oder so. Geht jetzt an den Kommentarschreiber, der da auch Probleme hatte. Du musst nur darauf achten, dass dein Output immer leer ist. Und der Input nicht zu voll. Nom nom, Fischi. So. 2 Eisenplatten. Wow. Ah, die Steine werden nicht rausgenommen. Deswegen macht er nichts. Ja, das ist sehr ungünstig. Wir bräuchten also hier theoretisch 2 Ärmchen, 2 intelligente Ärmchen. Eins für das Saphirit, das es dann zum Einschmelzen für die Eisenplatten macht, und eins für die Steine, um es in extra Kiste zu schmeißen. Solange man das nicht hat, kann man nicht so wirklich toll hier mit den Ärmchen arbeiten. Ja, muss ich also doch immer wieder hinlaufen. Schade, schade, schade. Mehr Lämpfe. Die Kohleschredder-Geschichte. Was war da das Problem? Ich glaube, da dachte ich auch, dass das Ärmchen nicht funktioniert, aber es war auch ein Fehler meinerseits. Das funktioniert genauso, wie es arbeiten soll. Braucht noch wer hier was an Brennstoff? Nö, es wurde ja fast gar nicht benutzt. Warten, bis das Ärmchen fertig ist. Das kann alles mit. Warum arbeitest du nicht? Kein Mineralized Water. Mineralized Water kommt von hier und du arbeitest nicht, weil nicht genug Sulfurik blubdiwupp da ist. Ärmchen dahin und noch einen hässlichen Pol. Sehr gut. Das läuft jetzt wieder, das da oben springt auch gleich verzögert an. Springt gleich verzögert an. Ja.
Damit wir mal wieder schön unsere Kohle bekommen. Die alle weg. Das heißt, ich habe jetzt erstmal an Ärmchen und Kisten das, was ich so einigermaßen brauche, um die Sache halb zu automatisieren. Das heißt, ich kann jetzt alles Überschüssige an Eisenplatten benutzen, um die ersten roten Tränke herzustellen, ne? 5 Stück brauchten wir ja nur. So, 5 Stück. Ist in der Mache. Das Forschungslabor müsste nur irgendwo neu aufgebaut werden. Am besten nicht da, wo es unbedingt im Weg ist. So, und ja, wirklich gleich eine Fabrik. Damit könnten wir die Pedals automatisieren. Was sehr praktisch klingt. Ja. Chemical Furnace. Seafloor Pump, Washing Pump, Heavy Mud Water, Concentrated Mud Water. Landaufschüttung aus Mud. Lehm, Sand. Ah, das sind andere Bodenarten. Und dann haben wir nur dieses Brachland, ne? Was recht krass aussieht. Aber damit könnten wir richtig eine grüne Oase erschaffen. Aber ich bin eigentlich eher so der Betontyp. für die Fabriken zumindest. Ich will eine Fabrik nicht auf Gras bauen, das ist mir suspekt. Chlorin. Oh. Die ganzen Sachen habe ich mir gar nicht angucken. Aber allein schon die Tatsache, wie viele Forschungspakete man dafür braucht. Metallurgie, Blast Furnace, Chemical Furnace, Induction Furnace, Casting Machine. Oh, Herr Mimmel. Wir müssen für jede Metallart eine extra Gussform, Schmelzanlage. Ja, erstmal nein. Waterbore. Waterbore macht eine Pumpe. Bisher ist Wasserdruck oder Flüssigkeit oder Gasdruck noch kein Faktor. Aber es kommt wohl später dazu. Electrolyzer haben wir ein paar mitbekommen. Aber die sind halt begrenzt. Hiermit könnte man neue herstellen. Sind sehr schick. Aber nein, das hier ist wichtiger, um die Pedals zu automatisieren. Also erforscht das bitte. Und hier. Was wirst du knabbern? Es sind noch 16 Akkus über. Das heißt, wir sollten hier nochmal weiter erweitern. Das reicht nicht, oder? Eins, doch, reicht. Kriegen dann auch jeweils so einen hässlichen Pol. So. Vorsichtig, sonst muss ich die ganze Insel erweitern. Das reicht eigentlich jeder zweite, oder? Ja. Sehr gut. Auch die Poles gehen langsam aus, wobei ich die einigermaßen schnell herstellen können sollte. Ja, die haben jetzt keinen Strom, weil, ne, es kommt gerade nichts rein, weil es nicht Tag ist. Andere Arten von Stromgewinnung könnten auch noch wichtig werden. Momentan. Oh. Momentan reichen aber die Solarpanels noch. Weil sie wirklich viele Maschinen haben wir nicht gebaut. Wir haben noch nicht mal alle Maschinen gebaut, die uns mitgegeben wurden von vornherein. Also der Modmacher ist wohl von einem anderen Setup ausgegangen, das man nutzt. Wahrscheinlich gleich mit doppelter Ausführung. Also komplett 4 Electrolyzer statt 2 und 2 Hydroplans statt nur einer. Oh hey, alles nacheinander. Ich lasse mich da nicht stressen. Ich muss erstmal rausfinden, wie alles funktioniert. Dann wird die Insel jetzt erweitert. Ich denke, ich erweitere auch mal nach oben und unten. Und überlege mir dann, wie ich diesen ersten geschlossenen Kreislauf optimiere. Und ich denke, das ist die braunen Algen brauchen wir noch gerade gar nicht. Nee, braunen Algen. Die braunen Algen brauchen wir nur um daraus grüne Algen herzustellen, richtig?
probieren wir noch mit Steuerung. Ah! Okay, nicht im Inventar, sondern einfach so Steuerung E drücken. Gut, ich hätte gerne Alk. So, braune Algen. Rezept für... Nein. Ich will kein Rezept für. Ich will ein Rezept, was man damit machen kann. Rechte Maustaste? Ah, rechte Maustaste. Okay. Wir können aus braunen Algen und Wasser Sodiumcarbonat machen. Wir können aus braunen Algen direkt Lithiumchlorid machen. Und da haben wir unser erstes Chlor. Und mit dem Chlor können wir Holz herstellen. Also mit Chlor machen wir die Paste. Mit der Paste dann zusammen mit den Fasern das Holz. Richtig. Lithiumchlorid plus Wasser ist Lithiumperchlorat. Per war ohne, ne? Ne, das ist für Batterien. Ja, da ist das Chlor schon raus. Da ist Lithium. Thermal Water. Dampf. 100 mal Dampf. Kann man voiden. Daraus kann man rote Algen. Oh. Das sind ammoniumfressende Algen. Thermalwasserfass. Base Mineral Oil. Okay, so kann man Öl dann herstellen. Oh Gott. Also ja. Bob, Ditek und Angels. Ne? Haben kleine Rattenschwänze.